Willkommen bei Auroras Bücherwelt. Wer mein Vorstellungsvideo eben schon gesehen haben sollte, der weiß, was jetzt kommt. Und zwar eine Buchrezension von Wolfgang und Heiko Holbein mit dem Buch 13. Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen, laut Impressum. Kam das Buch 95 raus. Ich dachte immer bisher, ich habe es am 13. Geburtstag geschenkt bekommen, was der passen würde. Aber es war dann wohl doch mein 14. Geburtstag, möchte ich mal meinen. Oder mein, noch nicht mehr, wahrscheinlich mein 15. Schätze ich mal. Jedenfalls so irgendwie so in einem Dreh. Und es war mein allererstes Fantasy-Buch. Ich habe vorher noch kein Fantasy-Buch gelesen. Ich habe eigentlich bis dahin, naja, ich bin halt Spätzünder, also habe ich viele Jugendbücher noch gelesen. Aber ich meine, mit 13, 14, 15, da liest man auch Jugendbücher und nicht sowas normalerweise. Also klar, sowas auch, aber ja, ich rede wieder zu viel drum rum. Okay, egal. Ich möchte euch dieses Buch heute vorstellen, weil ich das als ganz besonderes Buch empfinde, weil es etwas hat, was ich bis jetzt noch bei keinem anderen Buch gesehen habe. Ich meine, es gibt ja viele Bücher, vor allem bei diesen Fantasy-Büchern, die in zwei Welten spielen. Der realen Welt und der Fantasy-Welt oder einer Parallelwelt oder so ähnlich. Zum Beispiel bei Ralf Isau oder das Museum der gestohlenen Erinnerung ist es auch so. Zwei verschiedene Welten, die nebeneinander existieren. Dieses Buch ist aber noch etwas anders, vor allem wird es anders dargestellt. Diese beiden Welten existieren parallel und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber es ist einfach etwas, was ich wirklich, wirklich toll finde und was mich dieses Buch so fasziniert. Das Buch teilt sich in der Mitte, also eigentlich schon recht am Anfang. Und zwar geht es parallel weiter. Das heißt, 13, ich lese euch auch gleich nochmal den Klappentext vor, 13 und Frank leben in beiden Welten parallel weiter. Also sie sind in der realen Welt, aber gleichzeitig auch in der anderen Welt. Und das finde ich in diesem Buch so klasse, dass man eben ja so diese Sprünge hin und her hat. Und das Beste daran ist, dass am Anfang dieser Sprung perfekt dargestellt wird. Und zwar zeige ich euch hier in dieser Seite, nochmal eine zurückgehen. Es fängt ganz normal an. Ja, wie jedes normale Buch auch. Und auf einmal sind es zwei Spalten. Also das wird hinten da wieder normal, aber am Anfang sind es ja erstmal zwei Spalten. Und zwar wären sie in einem, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, also wenn doch, dann sagt mir Bescheid, wenn das zu viel gewesen ist. Ja, dann ist der Satz, geht zweimal weiter. Also einmal geht sie dann in den Schrank und einmal geht sie in den Gang. Und dann geht es halt wirklich so weiter. Ich habe am Anfang hier gelesen, so, warum sind denn zwei Spalten? Okay, lese ich mal. Hab so gelesen. Und dann hier oben wieder angefangen zu lesen, dachte ich mir so, hä? Moment mal, das stimmt doch alles gar nicht. Bis ich kapiert habe, man muss erst die erste Spalte lesen, auf jeder Seite. Und bis dieses Zeug zu Ende ist mit diesen zwei Spalten, geht man zurück zu der Seite und liest hier nochmal die zweite Spalte. Und hinterher wird es aber anders dargestellt. Ich hoffe, ich finde das jetzt mal schnell. Und zwar, wo ist es? Hier, da war was. Dann wird es hier mit so ein Rauten dargestellt, dass eben ein Sprungwechsel, also ein Sprungwechsel, ein Wechsel zwischen den Welten stattfindet. Gut, ich lese euch mal den Klappentext vor, und zwar den längeren, nicht den, der hinten drauf steht, sondern hier im Umschlag. Ich hoffe, ich lese nicht zu schnell, das ist mein großes Problem, wahrscheinlich rede ich auch wieder viel zu schnell. Gut, ich werde mich bemühen. So. Schon immer war die Zahl 13 schicksalhaft für Annemarie. Oder Annemarie. Ähnlich heißt sie Annemarie. Oder Annemaria? Ich weiß gar nicht. Und deshalb wird sie von allen auch nur 13 genannt. So wundert es sie nicht, dass ihr Großvater, der sie nach dem Tod ihrer Mutter aufnehmen soll, in einem Haus mit der Nummer 13 lebt. Es ist ein uraltes Haus in einem verwilderten Garten und 13 hofft, hier ein neues Leben zu beginnen. Doch stattdessen beginnt ein gefährliches Abenteuer. 13 entdeckt, dass sich in diesem Haus eine zweite Welt aus unendlich vielen Zimmern und Gängen befindet, in der 6 Kinder gefangen gehalten werden. Wer hat diese Kinder hierher gebracht und zu welchem Zweck? 13 ist fest entschlossen, das herauszufinden, gemeinsam mit ihrem Freund Frank.
Doch bei den Nachforschungen stoßen sie nur auf immer mehr Rätsel, die Sir Edwins Großvater und das alte Haus umgeben. Sie werden noch immer wieder verfolgt und bedroht vom Bund der 13, der verhindern will, dass Sir Edwin und hinter ihr Geheimnis kommt. Mehr als einmal geraten Sir Edwin und Frank in Lebensgefahr. Doch immer wieder gelingt es ihnen, in letzter Sekunde den Verfolgern zu entkommen. Und schließlich erfährt Sir Edwin, wie sie die Kinder retten kann. Am Freitag, den 13. in der Stunde zwischen 12 und Mitternacht. Freitag, der 13., Sir Edwins 13. Geburtstag, ist in wenigen Tagen. Ich finde dieses Buch wirklich, wirklich super. Also wer Wilbur mag, der sollte unbedingt dieses Buch gelesen haben. Also bin ich der Meinung. Vielleicht ist es auch nur, weil es mein erstes Holbein-Buch war. Ich weiß es nicht. Aber eben wegen dieser Teilung finde ich das Buch richtig klasse. Und das Beste an dem Buch auch noch, finde ich, die Flederratte. Sie haben irgendwann, wenn sie in diesen Gang gehen, nicht in den Schrank, treffen sie auf eine Flederratte. Sie heißt Wusch. Ein süßer Name. Ist vielleicht ein bisschen zickig. Und ist kleiner als die normalen Flederratten. Was wirklich Ratten, keine Mäuse. Aber am Anfang hat sie ja gesagt, so, ich weiß noch, da war so eine Szene gewesen, wo sie das kennenlernt. Und Sörtin sagt zu ihr, oh, eine Fledermaus, irgendwie so. Und Wusch, nein, ich bin keine Fledermaus, ich bin eine Flederratte. Hat sich voll aufgeregt. Ja, und deswegen, sie ist so genial. Nee, die ist echt niedlich. Ich auch gefressen. Ja, früher konnte ich so ein Buch gar nicht abends lesen, weil das war halt ein bisschen unheimlich und ich war das noch überhaupt gar nicht gewohnt, überhaupt Krimis oder keine Ahnung, Fantasy, nichts davon zu lesen. Und da konnte ich manchmal gar nicht einschlafen, obwohl es ja gar nicht so schlimm war. Also ich kann es mir vorstellen, dass ich jetzt auch gar keine Probleme mit abends lesen, da kann ich sonst was lesen inzwischen. Aber früher, das war irgendwie nicht so toll. Ja, aber ansonsten ein sehr gutes Buch. Es hat... Moment, oh Gott, das fällt ja schon auseinander. Es hat 547 Seiten. Das ist halt ein recht dickes Buch. Ja, wie macht man Videorezensionen? Keine Ahnung. Ist ja auch schon eine Weile her, wo ich es gelesen habe. Es sind da einfach nur noch Erinnerungen, die ich habe. Ja, also wenn da jetzt irgendwas rauschen sollte, ist mein Laptop, auf dem die Kamera steht. Mist. Und dann würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Bücher habt, die ich rezensieren soll, wo ihr meinen sagt, oh, das kann man ja mal machen, oder wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, immer her damit. Ich bin noch völlig unerfahren mit YouTube. Ich weiß nicht, ich möchte bei Büchern was machen, aber habe eigentlich noch gar keine wirkliche Peilung, außer dass ich meine Bücher nach und nach vorstellen möchte, die ich gelesen habe. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst oder was man machen könnte, dann immer her damit. Bin für alles offen. Ja, gut. Dann würde ich mich mal von euch verabschieden. Mal sehen, wann ich wieder ein Video machen kann. Das muss ich ja machen, wenn ich hier alleine bin, weil sonst komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus, wenn mir jemand zuhört. Tja, gut. Vielleicht sehen wir uns morgen schon wieder, obwohl ich morgen zum Zahnarzt muss und ich nicht weiß, wie ich danach aussehe. Ja. Gut. Dann sage ich mal bye bye und bis vielleicht demnächst. Ciao, ciao.